Herzlich willkommen. Wir haben es mitgelesen. Für Theodor Mommsen fängt mit dem Zeitalter Diokletians ab 284 nach Christus eine ganz neue Epoche in der Geschichte des römischen Staatswesens an. Die Kaiserzeit bis dahin, die Zeit des sogenannten Prinzipats, ist für Mommsen noch Fortsetzung der Republik, und mit Diokletian beginnt dann das böse Imperium, die Zeit des sogenannten Dominats. Und für Mommsen ist charakteristisch die Charakterisierung dieser Zeit als ein Zwangsstaat, der keine Freiheit mehr dem Individuum lässt, und die Behauptung, das Ganze habe zum Vorbild orientalische Zwangsherrschaften. Diese Sicht der Dinge, die bis heute einflussreich ist und unsere Gliederung der Epochen, auch diese Vorlesungsgliederung, mitbestimmt, ist wahrscheinlich zu einseitig. Theodor Mommsens Sicht ist einerseits von seinen eigenen politischen Ansichten geprägt. Er war ein Liberaler und wollte die Blütezeit des Römischen Reiches als eine letztlich noch republikanische Zeit sehen, als eine Zeit, die man allenfalls als konstitutionelle Monarchie mit begrenzten Machtbefugnissen des Kaisers anschauen konnte. Für ihn war deswegen der Kaiser letztlich eine neue Form des Höchstmagistrats, so wie es vorher der Konsul gewesen war und noch kein richtiger Monarch. Zugleich spricht aus der Charakterisierung des spätrömischen Reiches als orientalischer Zwangsstaat, manche haben sogar gesagt orientalisches Sultanat, viele andere Forscher haben das übernommen, zugleich spricht aus dieser Charakterisierung auch die letztlich rassistische, verächtliche Geisteshaltung vieler westlicher Forscher gegenüber dem Orient, die Geisteshaltung, die der amerikanische Literaturwissenschaftler Edward Said als Orientalismus bezeichnet. Der Orient wird als geheimnisvoll, aber auch irgendwie unheimlich angesehen, und dabei werden viele verschiedene Länder über einen Kamm geschoren. Mit dieser Rede vom orientalischen Zwangsstaat denkt Mommsen an so verschiedene Reiche und Herrscher wie das chinesische Kaiserreich oder auch die Herrschaft der osmanischen Sultane und schließlich auch das russische Zarenreich. Daneben werden noch die Mogulkaiser in Indien genannt. Das sind alles sehr unterschiedliche Großreiche mit unterschiedlichen Strukturen. Die einheitliche Charakterisierung als orientalische Zwangsstaaten wird dem sicherlich nicht gerecht. In der heutigen Forschung wird mehr betont, dass zum einen auch im Prinzipat schon eine beherrschende Rolle des Kaisers gegeben war und der Einzelne die Rechte anderer nicht viel galten, dass es auch nicht eine wirkliche Mitbestimmung des Senats mehr gab, sondern dass das mehr die Propaganda ist des Kaisers, der Mommsen da ein Stück weit aufgesessen ist. Es gab schon in der Prinzipatszeit Kaiserkult, es gab auch schon in der Prinzipatszeit die Anrede des Kaisers als Dominus, die nach Mommsen gerade charakteristisch ist für das Kaisertum der Spätantike. Tatsächlich redet schon Plinius der Jüngere den Kaiser in seinen Briefen so an. Es gab also schon viele Entwicklungen in die Richtung, die Mommsen erst für die Spätantike annimmt, in der Prinzipatszeit. Der Kaiser wurde immer mächtiger, die Mitsprache anderer wurde immer geringer. Andererseits war auch in der Spätantike nicht alles schlecht. Zum Beispiel konnten in der neuen kaiserlichen Verwaltung, die in der Spätantike immer stärker wurde, auch Personen, die nicht dem Adel und den alten besitzenden Schichten angehörten, aufsteigen. Und die Neuorganisation des Staates in der Spätantike durch Diokletian und seine Nachfolger hat immerhin dem Römischen Reich noch weitere ca. 200 Jahre seines Bestehens auch im Westen garantiert. Insofern ist also die Rede des Theodor Mommsen vom orientalischen Zwangsstaat heute überholt. Trotzdem bleibt richtig, dass der antike Staat, der römische Kaiserstaat, sich in der Spätantike stark verändert hat.
dass die letzten Reste der republikanischen Kulissen, auch wenn es schon vorher nur noch Kulissen gewesen sein mögen, weitgehend verschwanden, dass die Eingriffe in die Wirtschaft stärker wurden und dass insgesamt die Ordnung des römischen Rechts eine andere wurde. Es fällt ja diese spätantike Zeit auch mit der sogenannten Nachklassik zusammen. Die Rechtsordnung veränderte sich, sie wurde weniger fein ausgesponnen, weniger durchdacht. Man spricht vom Prozess der Vulgarisierung. Es ist also meines Erachtens so, dass sich gewisse Krisensymptome, Symptome des Niedergangs, nicht leugnen lassen, auch wenn es falsch wäre, die Prinzipatszeit als goldene Zeit und die Spätantike ausschließlich als Zeit des Verfalls zu sehen. Behalte also trotz aller Kritik zunächst mal das Wort von der Krise des Prinzipats bei. Ich glaube, dass im dritten Jahrhundert nach Christus eine solche Krise nicht zu leugnen ist. Dass für das Recht das gilt, hatten wir schon gesagt. Wir sprechen jetzt von der politischen Ordnung. Und da ist zunächst mal festzustellen, dass die außenpolitische Lage für die Römer sich stark verschlechterte. Die Römer sind ja in ihrer ganzen Geschichte von Sieg zu Sieg geeilt. 117 nach Christus beim Tod Kaiser Trajans erreicht das Reich seine größte Ausbreitung. Jetzt im dritten Jahrhundert sind diese Zeiten vorbei. Schon im zweiten Jahrhundert unter Marc Aurel hatte es auch schwierige Feldzüge gegeben, eine große Epidemie, die zum Niedergang beigetragen hat. Jetzt im dritten Jahrhundert gibt es mehrfach Niederlagen gegen die Germanen. Die Alamannen durchbrechen den Limes. Es gibt archäologische Funde von Höften, wo man die Bewohner mit eingeschlagenem Schädel verscharrt gefunden hat. Das muss also auch für die Bevölkerung gerade hier in der Gegend von Trier an der Grenze zu Germanien ein wirklich traumatisches Erlebnis gewesen sein. Und für die römischen Eliten noch viel schlimmer, mehrere schwere Niederlagen gegen die neu erstarkten Perser, gegen das Neupersische Reich. Und der Kaiser Philippus Arabs musste eine schwere Niederlage hinnehmen und der Kaiser Valerian wird vom Perserkönig Schapur gefangen genommen und stirbt dann in Gefangenschaft. Hier auf der rechten Seite habe ich Ihnen das, der Folie habe ich Ihnen ein Relief aus Persien abgelichtet, das das zeigt. Den Perserkönig hoch zu Ross und zwei römische Kaiser, die sich ihm unterwerfen müssen. Philippus Arabs, der gegen ihn verloren hat, kniet. Und Valerian, der später geherrscht hat und in Gefangenschaft geriet, der steht und wird von Schapur dem Ersten gepackt als Zeichen für seine Gefangennahme. Diese außenpolitischen Schwierigkeiten hatten offensichtlich auch Auswirkungen nach innen. Sie haben zum Beispiel dazu geführt, dass die Kaiser stark von ihren Soldaten abhängig waren, weil sie eben ständig im Krieg standen, weil ständig Soldaten gebraucht wurden und die Sicherheit des Reichs von der Kampfbereitschaft der Soldaten abhing. Außerdem kosteten diese Krise sehr viel Geld. Dieses Geld haben die Kaiser dadurch bezahlt, dass sie Edelmetallgehalt der Münzen verschlechtert haben und schlechtere Münzen ausgegeben haben. Das hat also zu einer rapiden Geldentwertung und Inflation geführt, ähnlich wie in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, mit den negativen Folgen, Preisexplosion, die das für die Stabilität des Reiches hat. Und die zugleich erhobenen höheren Steuern haben wohl zusätzlich beigetragen zu einer Verarmung der Bauern, sodass es immer weniger freie Bauern gab und immer mehr Landwirte, die sich gezwungen sahen, als Pächter für einen reichen Grundbesitzer zu arbeiten. Es kommt, ergibt sich aus diesen wirtschaftlichen Schwierigkeiten und den militärischen Schwierigkeiten dann auch eine innenpolitische Krise, die auch mit dadurch beflügelt wird, dass die Verfassungsordnung des Prinzipats, die wir ja besprochen haben, eine erhebliche Lücke enthält. Es ist klar, welche Befugnisse der Kaiser hat. Es ist auch nach Augustus nicht mehr der Versuch gemacht worden, wirklich zur Republik zurückzukehren. Und es gibt eine gewisse Machtteilung vielleicht zu Anfangs mit dem Senat. Ich hatte schon gesagt, der Kaiser wird dabei immer mächtiger. Das alles ist eingespielt, aber nicht geklärt ist, wie die Nachfolge geregelt wird. Da ja immer noch Republik gespielt wird, gibt es keine dynastische Erbfolge. Also es ist nicht geklärt, dass der Sohn des Kaisers wieder Kaiser wird. Da nicht mehr wirklich Republik besteht, gibt es auch kein Wahlrecht. Und deswegen kommt es immer wieder dazu, dass nach dem Tod des Kaisers Streitigkeiten ausbrechen, die dann unter anderem von militärischen Einheiten dazu genutzt werden, ihren Anführer, ihren Kommandeur auf den Thron zu heben.
Kraft des Einflusses, den eben die Soldaten in dieser Krisenzeit haben. Deswegen schließt sich an die guten Zeiten des mittleren Prinzipats am Ende die Zeit der sogenannten Soldatenkaiser ab. Eine große Zahl von schnell wechselnden Herrschern, die eben von ihren Truppen auf den Thron gehoben werden. Und natürlich dieser schnelle Wechsel der Herrscher verhindert eine stringente Wirtschaftspolitik, vertieft die außenpolitische Krise. Es hängt also hier alles mit allem zusammen. Und es ist zweifellos in dieser Zeit keine gute Zeit für das Römische Reich. Wenn wir uns die geschichtlichen Daten dazu anschauen, sehen wir eben, dass die Krise anfängt in dem Moment, wo das Nachfolgeproblem aufbricht. Eine ganze Weile ist es ja so, dass die römischen Kaiser jeweils dazu übergehen, einen Nachfolger zu adoptieren, der zu ihren Lebzeiten benannt und dann auch als Sohn adoptiert wird. Im Unterschied zur dynastischen Erbfolge hat das den Vorteil, dass ein fähiger Politiker ausgewählt und dann auch zum Kaiser ausgebildet werden kann. Und dieses Arrangement geht eine ganze Weile gut, bis der Kaiser Mark Aurel seinen leiblichen Sohn Commodus auf den Thron setzt, der sich als ein sehr schlechter Kaiser erweist. Es kommt dann nochmal zu einer stabilen Phase mit dem Kaiserhaus der Severer, also einer Reihe von Kaisern aus derselben Familie. Aber mit dem Tod des letzten dieser Severer-Kaiser, Alexander Severus, 235 nach Christus, ist die Nachfolgeordnung endgültig zerbrochen und dann folgt eben die 50 Jahre fast währende Periode der Soldatenkaiser, die eine Periode großer Instabilität ist. Und schließlich 284 besteigt dann Kaiser Diokletian den Thron, der umfassende Reformen durchführt, die eben in der Sicht Mommsens den spätantiken orientalischen Zwangsstaat bringen, die aber in Wirklichkeit jedenfalls eine Stabilisierung herbeiführen und fortgesetzt und zum Teil verändert werden von dem ersten christlichen Kaiser, wie man zu sagen pflegt, Konstantin dem I. Das wären so die wesentlichen Schritte auf dem Weg in den Dominat. Schauen wir uns jetzt die Neuerungen der Rechtsordnung an, die namentlich Kaiser Diokletian einführt. Die wichtigste betrifft die grundlegende Organisation des Reichs und zugleich die Lösung des Nachfolgeproblems. Diokletian hat die Idee, dass es ständig zwei Seniorkaiser oder Oberkaiser Augusti geben soll. Zu dem Zweck benennt er auch für sich einen Mitkaiser namens Maximianus. Und diese zwei Oberkaiser sollen nun nur für begrenzte Zeit regieren und dann die Herrschaft einem designierten Nachfolger übergeben, so ähnlich wie zur Zeit der Adoptivkaiser. Sie sollen also jeder einen Juniorkaiser sich zur Seite stellen, einen Mann, der dann den Namen Caesar trägt. Und diese vier Kaiser, zwei Seniorkaiser, zwei Juniorkaiser, sollen nun in vier Reichsteile herrschen. Zunächst mal wird das Reich in zwei Hälften geteilt. Für eines ist der eine Augustus zuständig. Es gibt dann immer einen Augustus des Ostens und des Westens, so ist das geregelt. Und jeder dieser Seniorkaiser hat in seinem Bereich einen Juniorkaiser, einen Kaiser in Ausbildung, der einen Teilbezirk zu verwalten hat. So ergeben sich also vier Teile und die Idee ist eben, dass diese vier Tetrarchen, diese vier Herrscher einhellig zusammenstehen sollen. In Venedig ist ein ursprünglich aus Konstantinopel, heute Istanbul stammendes Bild von den Tetrarchen zu sehen, wo man also zwei ältere und zwei jüngere Männer innig umschlungen sieht. Das soll die Einheit dieser vier Herrscher, die sich nicht auseinander dividieren lassen, zeigen. Diese Einteilung des Reichs in vier Bezirke erweist sich als stabil. Der Versuch, die Nachfolgeregelung in dieser Weise zu treffen, letztlich nicht. Denn schon mit Kaiser Konstantin kommt es dazu, dass diese Ordnung durchbrochen wird. Konstantin ist der Sohn des Caesar Constantius Chlorus. Chlorus wird zum Augustus erhoben, soll aber eben sich einen neuen Caesar suchen und Konstantin verlangt, dass ihm eine Rolle zuteil wird aufgrund seiner Verwandtschaft mit Chlorus. Das widerspricht aber Diokletians Idee von einer Auswahl des geeignetsten Kaisers und kommt dann zu kriegerischen Auseinandersetzungen, an deren Ende Konstantin Alleinherrscher ist. Damit ist diese Nachfolgeordnung und die Tetrarchie des Diokletian schon nach wenigen Jahren wieder Geschichte. Was aber bleibt, ist diese Einteilung des Reichs in zwei Hälften und auch in vier Bezirke, sogenannte Präfekturen. Sie erinnern sich, der Präfektus Praetorio, der Kommandant der Prätorianergarde, ist in der Spätantike zu der Prinzipatszeit zu einem bedeutenden Beamten mit Verwaltungsaufgaben aufgestiegen. Jetzt bekommt jeder der vier Kaiser einen Präfektus Praetorio, einen
Prätorianerkommandanten als Verwaltungsbeamten und Stellvertreter zur Seite gestellt. Und auch unter Konstantin bleiben diese Präfekturen als Verwaltungsbezirke, die je von einem Praefectus Praetorio geleitet werden, erhalten, obwohl er eben zunächst diese Aufteilung des Reichs in Bezirke für Ober- und Unterkaiser zurücknimmt. Weitere dauerhafte Reformen des Diokletian betreffen die Reichsstruktur im Übrigen. Es wird zunächst mal endgültig das Truppenkommando in den Provinzen von der Statthalterstellung in den Provinzen getrennt. Das soll auch dazu dienen, die Provinzstatthalter zu schwächen und die Militärkommandeure auch, damit es weniger wahrscheinlich wird, dass, so wie im 3. Jahrhundert es immer wieder passiert ist, ein Provinzstatthalter aufbegehrt und die Kaiserwürde anstrebt. Außerdem werden die Provinzen mit demselben Ziel verkleinert und Italien wird in die Provinzorganisation einbezogen. Das ist ein bedeutender Schritt, der zeigt, dass Italien nicht mehr der Schwerpunkt des Reiches ist. Italien gehört zu den Teilen des Reiches, die wirtschaftlich in der Krise sind. Der Schwerpunkt des Reichs verlagert sich zunehmend nach Osten. Dort geht es wirtschaftlich besser und dem trägt das eben Rechnung, dass Italien jetzt keine Sonderstellung mehr genießt. An sich ist Italien ja das alte römische Staatsgebiet. Jetzt wird auch Italien in Provinzen eingeteilt, so wie der Rest des Reiches. Und zwischen den vier Präfekturen als obersten Behörden und den Provinzen wird noch eine Zwischenebene eingezogen mit dem Titel Diözese. Interessanterweise sieht man diese Organisationsform zum Teil noch heute in der Organisation der katholischen Kirche. Viele katholische Bistümer entsprechen alten römischen Provinzen. Und oberhalb der Bistümer gibt es in der katholischen Kirche die eine Organisation unter einem Erzbischof. Interessanterweise sind aber die Begriffe vertauscht. Das katholische Kirchenrecht spricht vom Bistum als Diözese und nennt dann den Verbund mehrerer Diözesen unter der Aufsicht eines Erzbischofs Kirchenprovinz. Für die Römer ist die Diözese die obergeordnete Einheit oberhalb der Provinz. Ein weiterer Punkt, wo Diokletian etwas ändert, weniger weil er das will, als weil es notwendig ist, ist die sogenannte kommunale Selbstverwaltung. Kommunale Selbstverwaltung ist teuer, die Mitglieder des Stadtrats haben hohe Ausgaben und werden nicht besoldet. Deswegen wird es immer schwieriger, in dieser Zeit der wirtschaftlichen Krise Personen zu finden, die im Stadtrat mitwirken wollen. Wir haben das schon gesehen in einem Quelltext, der als Wiederholungsaufgabe gestellt war, dass man Kompromisse macht, dass man sagt, schon Marc Aurel sagt, in den Stadtrat darf auch kommen, wer von nicht ehelicher Geburt ist. Das hängt auch damit zusammen, dass es eben schon zur Zeit Marc Aurels immer schwieriger wird, Stadträte zu finden. Jetzt im 3. Jahrhundert bricht diese Organisation zusammen und damit auch ein wesentlicher Pfeiler der älteren römischen Ordnung und auch ein Stück Freiheitsgarantie. Denn lokale Selbstverwaltung bedeutet auch, dass nicht alles von oben regiert wird. Nun funktioniert das nicht mehr. Die Befugnisse der Kommunen werden deswegen eingeschränkt und es gibt immer härtere Zwangsmaßnahmen, um Menschen zu zwingen, in diesen Gemeinderäten teilzunehmen. Das alles ist natürlich eine Maßnahme, die der Freiheit des Einzelnen, der Selbstbestimmung der kleineren Gemeinschaften nicht wohltut. Zur Straffung seiner Verwaltung ordnet Diokletian die kaiserliche Regierung neu. Wir haben ja gesehen, schon im Prinzipat bilden sich da so eine Art Ministerien in Form der zentralen Kanzleien heraus. Das wird jetzt neu geordnet. Es gibt jetzt also mehrere ständige Ämter, ein Magister Officiorum als den zentralen Verwaltungsleiter, dann eine Art Justizministerium, den Quästor Sacri Palatii. Eigentlich heißt das eben der Untersuchungsbeamte für den Kaiserpalast. Alles, was den Kaiser betrifft, heißt in dieser späten Zeit Sacer, heilig. Deswegen kommt das Wort hier immer wieder vor. Der Finanzminister heißt der Comes Sacrarum Legitionum, also eigentlich der Begleiter für kaiserliche Wohltätigkeit. Die Titel sind alle sehr wohlklingend und verdecken so ein bisschen, worum es geht. Dann gibt es daneben die kaiserliche Domänenverwaltung, also des Privatvermögens des Kaisers, der Comes Rerum Privatarum. Später ist noch ein wichtiger Beamter am Kaiserhof, der Depositus Sacri Cubiculi, der Vorsteher des kaiserlichen Schlafgemachs. Sie sehen schon, das sind eben alles eigenartige Titel. Es hat vielleicht seinen Grund, dass man diese Zeit auch als die frühbyzantinische Epoche manchmal charakterisiert. Die typische Titel- und Ämterbegeisterung, die man mit Byzanz verbindet, zeichnet sich schon ab. Und schließlich auch noch eine schwerwiegende Entwicklung. Diokletian erfindet den Geheimagenten. Die Agentes in Rebus, also die Handelnden in Angelegenheiten verschiedenster Art, sind seine geheime Staatspolizei, wie man manchmal mit einem hässlichen modernen Wort
gesagt hat, es nimmt also auch die Überwachung der Bevölkerung zu. Neben diesen Maßnahmen zur Reorganisation des Reiches, die zum Teil erfolgreich und sinnvoll sind und zum Teil eben auch eine Beschneidung von Freiheiten, eine zunehmende staatliche Überwachung implizieren, muss sich nicht ausschließen, Effizienz und Freiheitsbeschneidung, gibt es auch eine große Zahl von Maßnahmen zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise und auch die haben in der Tendenz eine Beschneidung der Freiheit zum Ziel. Justinian versucht, die Inflation, die er und seine Vorgänger selbst hervorgerufen haben, durch Verschlechterung der Münzen, dadurch zu bekämpfen, dass er die Preisbildung beeinflusst. Es gibt also ein berühmtes Höchstpreisedikt, einen Katalog mit maximal zulässigen Preisen für verschiedene Waren, der überall im Reich verkündet wird. Und es wird die Todesstrafe angedroht, wenn man höhere Preise nimmt. Ich habe Ihnen ein Bruchstück dieses Höchstpreisedikts hier mal mitgebracht. Sie sehen, da ist so eine Art Tabelle. Links stehen Waren aufgelistet in zwei Spalten und ganz am rechten Rand dann jeweils die zulässigen Preise. Für uns heute auch eine fantastische Quelle, weil man daraus zumindest die Preisrelationen, die Wertrelationen zwischen, sagen wir mal, einer Lehreinheit bei einem Rhetoriklehrer und einem Pfund Brot oder einem Mantel ermessen können. Diese Höchstpreise als solche sind trotz der angedrohten Todesstrafe offenbar nicht lange eingehalten worden. Schon kurze Zeit später haben wir Quellen, aus denen ganz offen hervorgeht, dass höhere Preise wieder genommen wurden. Dauerhafteres Instrument zur Preiskontrolle war die Anfechtung wegen sogenannter Lesio enormis, Verletzung über die Hälfte. Da geht es um eine Bestimmung Diokletians, dass derjenige, der eine Immobilie für einen Preis aus der Hand gegeben hat, der weniger als die Hälfte des wahren Wertes betrifft, diesen Kaufvertrag nachher wegen Übervorteilung anfechten kann. Diese Vorschrift gibt es in ähnlicher Form zum Beispiel heute noch in Frankreich und Österreich, dass also ein das doppelte erhöhter Kaufpreis zur Anfechtung Buchers, könnte man sagen, berechtigt. Im deutschen Recht gibt es das gerade nicht. Der Wuchertatbestand des 138 Absatz 2 BGB ist gerade nicht schon dann erfüllt, wenn ein Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung besteht, wenn also ein hoher oder zu niedriger Preis für eine bestimmte Ware bezahlt wird, sondern es muss immer noch ein subjektives Element damit einhergehen, die Ausnutzung der Willensschwäche oder einer Notlage. BGB hat sich also bewusst getrennt von dieser diokletianischen Norm, die sonst Teil des der europäischen Rechtsüberlieferung ist. Allerdings gibt es Tendenzen in der Rechtsprechung, dahin zurückzukehren, indem die Rechtsprechung sagt, wenn der Preis einer Immobilie um mehr als die Hälfte zu niedrig ist, dann wird vermutet, dass auch ein solches subjektives Element gegeben ist und deswegen ein wucherähnliches Geschäft vorliegt. Das würde ich Ihnen zum modernen Recht zur Vergegenwärtigung oder zur Lektüre empfehlen. Wir halten nur fest, hier gibt es eine lange Verbindungslinie bis zu diesen Maßnahmen zur Bekämpfung der spätantiken Wirtschaftskrise. Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist die Beeinträchtigung der freien Berufswahl. Personen, die in bestimmten wichtigen Berufszweigen tätig sind, im Militär oder auch in der Bevölkerungsversorgung mit Lebensmitteln, die werden gezwungen, diesen Beruf beizubehalten. Man will dadurch verhindern, dass die zum Beispiel vom Land in die Stadt ziehen, um da besseres Geld zu verdienen. Letztlich führen diese wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die man im Einzelnen gut verstehen kann, dazu, dass die Freiheit, Verträge zu schließen, die Freiheit, seine wirtschaftliche Tätigkeit zu wählen, stark eingeschränkt wird. Sie fügen sich insofern zu den Maßnahmen auf dem politischen Gebiet. Ist, glaube ich, nicht zu leugnen, dass der spätantike Staat zwar nicht unbedingt ein orientalischer Zwangsstaat war, aber eben ein Staat, der intensiver in das Leben seiner Untertanen eingemischt hat, als das in der Prinzipatszeit der Fall war. Eine auch für die Rechtsgeschichte wichtige Entwicklung neben diesen Maßnahmen Diokletians und ein wenig später ist die Anerkennung des Christentums. Wir hatten schon Kaiser Konstantin erwähnt. Diokletian hatte die Christen noch verfolgt, er hatte aber schon eine Idee, die Konstantin dann fortgeführt hat, nämlich die, dass zur Festigung des Reiches eine neue Staatsreligion gebraucht wird. Diokletian hat versucht, den Kult der unbesiegbaren Sonne, des Sol Invictus, als einigendes Band für sein Reich einzuführen. Das hat sich aber nicht durchgesetzt.
Und genau genommen war es schon der Kaiser Galerius noch vor Konstantin, der zuerst die Tolerierung des Christentums verkündet hat. Konstantin hat ihm das dann nachgetan. Wir wissen, dass das einhergeht auch mit Berichten über eine persönliche Bekehrung des Konstantin. Er soll vor der entscheidenden Schlacht im Bürgerkrieg gegen seinen Rivalen Maxentius an der Mäwischen Brücke bei Rom, in Rom das Kreuzzeichen gesehen haben und den Ruf gehört haben: Du wirst in diesem Zeichen siegen. Trotzdem wird Konstantin nicht Christ. Er hat sich wohl erst auf dem Totenbett taufen lassen und hat das Christentum toleriert, aber eben noch nicht zur alleinigen Staatsreligion gemacht. Gab nach dem Tod des Konstantin auch noch mal einen Versuch zur Christenverfolgung, zum heidnischen Staatskult zurückzukehren unter dem Kaiser Julian Apostata, Julian der Abtrünnige. Und erst unter Theodosius dem Großen am Ende des 4. Jahrhunderts setzt sich das Christentum dann endgültig durch. Und spätestens da hat es dann auch eine wichtige Rolle in der Rechtsgeschichte. Es kommen dann auch die ersten Gesetze gegen Ketzerei. Es kommt zum ersten Ketzerprozess, der hier in Trier in der Palastaula möglicherweise stattgefunden hat. Schon unter Konstantin hat aber angefangen, dass man die Kirche einbindet in die staatliche Verwaltung und die Gerichtsbarkeit, indem man zum Beispiel den Bischof in bestimmten Fällen zum Richter macht. Das nennt sich Episcopalis Audientia, also bischöfliche Gerichtsverhandlung. Das Christentum hinterlässt also ganz große Spuren in der Rechtsordnung. Schauen wir nochmal nach diesem Blick auf verschiedenen Bereiche der rechtlichen Neuordnung, auf die geschichtliche Entwicklung nach diesem Einschnitt, den die Regierungsübernahme durch Diokletian und dann Konstantin wohl doch richtiger Anschauung nach darstellt. Es kommt dann nach dem Tod Konstantins zunächst wieder zur Aufteilung des Reiches unter seinen Söhnen. Das Reich wird also wieder in mehrere Teilbezirke geteilt, dann eben die Herrschaft des Julian Apostata mit dem Versuch zum Heidentum zurückzukehren und nochmal eine starke Herrschergestalt in Person des Theodosius des Großen, der wieder Alleinherrscher über das ganze Reich wird, der das Christentum zur Staatsreligion macht und noch ein letztes Mal das Reich unter seinen Söhnen aufteilt. Und dieses Mal bleibt es dann endgültig bei der Aufteilung in ein Ost- und ein Westreich. Nach Theodosius kommt kein Alleinherrscher über das ganze Reich mehr, sondern es kommt dazu, dass im Westen die Kaiser immer schwächer werden und keine 100 Jahre nach dem Tod des Theodosius ist die Römerherrschaft in Westeuropa am Ende. Der letzte weströmische Kaiser hat passenderweise den Namen, den der Stadtgründer hatte, Romulus. Scherzhaft hat man ihm den Beinamen Augustulus, Kleinkaiser, Kaiserchen, gegeben. Er wurde vertrieben von den Ostgoten unter Odoaker. Die Zeitgenossen haben das wohl nicht so sehr als Einschnitt verstanden, sondern sogar als Rückkehr zur Reichseinheit, weil der oströmische Kaiser den Odoaker, den Goten, als seinen Abgesandten betrachtet hat und angenommen hat, dass die Goten unter seiner Oberherrschaft regieren. Und tatsächlich haben die Goten auch die Oberherrschaft der römischen Kaiser anerkannt. Dennoch ist damit letztlich das Herrschaftsmodell dieser Doppelkaiserschaft, ein Kaiser im Osten und einer im Westen, wie es sich seit Theodosius durchgesetzt hat, zu Ende. Die Römer werden nie wieder in Westeuropa mit einem eigenen Kaiser herrschen. Was allerdings geschieht, ist, dass unter dem Kaiser Justinian noch einmal ein oströmischer Kaiser, ein byzantinischer Kaiser, den Versuch macht, tatsächlich das Gesamtreich unter seiner Herrschaft wiederherzustellen. Er erobert Italien zurück von den Ostgoten, erobert auch in Nordafrika Gebiete von den Vandalen zurück und er kommt zu einem Arrangement mit den Westgoten in Spanien und Südfrankreich, sodass er nochmal einen kurzen Moment über das Gesamtreich herrscht. Trotzdem ist das zu kurzlebig, als dass man von einer erneuten Alleinherrschaft oder Reichseinigung sprechen kann. Es wird Justinian deswegen auch als ein oströmischer Kaiser angesehen. Er hat immer in Konstantinopel geherrscht, er hat Rom wohl nicht betreten. Und nach seinem Tod wird nicht etwa das Reich wieder in eine Ost- und Westhälfte geteilt, sondern die Gebietsgewinne im Westen gehen sofort verloren und damit ist endgültig die Römerherrschaft im Westen zu Ende. Für uns ist natürlich Justinian auch wichtig als Verfasser der großen Kodifikationen, der also die Gesten, Kodex und Institutionen
publizieren lässt als Gesetze in seinem Namen und auch eine umfangreiche sogenannte Novellengesetzgebung bringt. Insofern ist Justinian der Endpunkt der antiken Staatsentwicklung in Rom. Danach kann man endgültig nur noch vom Byzantinischen Reich sprechen und vor allem auch für uns der Endpunkt der Rechtsgeschichte. Bevor wir die heutige Lektion abschließen, würde ich Ihnen gerne noch die Quelle auf dem Quellenblatt ans Herz legen. Sie finden auf dem Quellenblatt Quellen zu den Punkten, die ich genannt hatte, zur Lesio Enormis und zur den Eingriffen in die Berufswahl, also zur Festlegung bestimmter Berufsstände auf ihren Beruf, Verbot, den Beruf zu wechseln. Und Sie finden einen historischen Text, eine historische Quelle zur Herrschaft des Diokletian. Daneben finden Sie eine weitere Quelle, Codex Theodosianus 4.1.3. Das ist das sogenannte Zitiergesetz. Das möchte ich Ihnen ans Herz legen als Gegenstand einer Wiederholungs- und Vertiefungsaufgabe. Das sollten Sie sich anschauen. Und die Fragen, die hier schon stehen, die ich auch noch auf StudIP mit ein paar Leitfragen einstellen werde, zu beantworten versuchen. Es gibt dann wieder ein besonderes Video zur Auflösung und das Ganze dient vor allem der Übung für die Klausur. Damit kommen wir ans Ende dieser Einheit. Wir sind eben mit Justinian auch am Ende der antiken römischen Rechtsgeschichte, aber noch nicht am Ende dieser Vorlesung, denn nach diesem Blick auf die Staatsentwicklung schauen wir noch einmal auf das gerichtliche Verfahren und dann auf das Erbrecht in den nächsten beiden Einheiten. Für heute vielen Dank.